Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt Gupa dort oben retten in der Mission Stich des Garabeus. Okay, mal sehen, ob wir das schaffen, den zu retten, den guten. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen neuen Bogen uns aufgetrieben hier. Ist ganz nett, der kleine. Haben wir auch noch nicht so richtig ausgetestet. Werden wir aber jetzt höchstwahrscheinlich gleich. So. Wir wollen mal leise, würde ich sagen, irgendwie dort hochkommen. Ich muss sagen, ich möchte nämlich erstmal welche unentdeckt ausschalten. Damit wir dann nicht mehr allzu viele Gegner hier haben. Töte den Hauptmann und Schatz plündern. Ja, das machen wir doch gerne. Da sind zwei auf jeden Fall. Okay. Da ist einer. Oh. Schaffen wir den Dicken mit einer Nahkampfattacke wegzuholen? Kommt, wir probieren's. Komm her. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Das war der Hauptmann schon mal. Da hinten sind andere. Wir machen mal ganz kurz hier lang. So. Haben wir hier noch einen? Da sind zwei Wachen. Was machen wir mit dem Bettler, den Markus im Zelt des Offiziers geschnappt hat? Okay. Wenn er die Tracht Prügel der Männer überlebt, verkaufen wir ihn für eine Drachme am Hafen. Komm her. Jawohl. Sehr schön, es hat gut geklappt. So. Hey. So, und jetzt. Du. Plündern mal ganz kurz die Kiste. Hey, ich sagte, plündert die Kiste. So. Sehr schön. Kollege, komm du jetzt her. Bam. Sehr schön. Hier waren doch nochmal wohl zwei Wachen. Ja, da hinten. Was ist eigentlich mit. Kommt her. Bam. Na, Kollegen. Weg mit euch. Sehr schön. Gupa, komm raus, mein Freund. Tragen. Gupa, ich hol dich hier raus. Gut, wir müssen ihn zu der Villa dort hinten schaffen. Kann man eigentlich jemanden auch aufs Pferd drauflegen? Gupa, du schaffst das. Nein, Gupa, sei leise. Nicht so komische Geräusche machen, du bist kein Zombie. Okay, der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Ja. Und dann nähern wir uns immer mehr dem Skarabäus. Und den werden wir töten. Die Ratte. Aber das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ob man irgendjemanden vielleicht auf dem Pferd drauflegen kann. Das hätte mich nämlich mal interessieren. So, dass wir den hinten drauflegen und wir reiten dann mit dem gemeinsam. Weil so ist das schon ein bisschen zeitanfordernd, jetzt hier mit einem durch die ganze Stadt oder so zu rennen. Aber geht eigentlich auch schon. Mich wundert es bloß, dass hier keine anderen Wachen mehr kommen. Aber okay, soll mir recht sein. Finde ich sogar echt nicht schlecht. Gut, da hoch müssen wir. Großvater, geht es dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter, Großvater ist verletzt. Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja.
Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Stich des Skarabäus. Quest. Lügen des Skarabäus. Okay. Soweit ist das. Gut. Pferdlein, komm her. Wir haben eine große Reise vor uns. Aber wir werden es schon überstehen. Dann wollen wir mal. Es heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht bezahlen konnte. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch ein paar Tiere, die wir erlegen könnten. Das wäre zumindest nicht schlecht. Dann haben wir nämlich schließlich noch ein paar Ressourcen, die wir für die Aufwertung unserer Rüstung sowas gebrauchen könnten. So. Ich könnte mir vorstellen, das sind schon Gegner, wo wir jetzt hin müssen. So. Ja. Das sind auch jede Menge. Da wollen wir uns mal lieber nicht mit einmischen. Aber bei dir, mein Kleiner. Da schon. So. Ey. Komm, 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 komm. Ich will noch einen von euch. So. Schnell weiter. Da ist eine Wache. Weg mit dir. Und schnell weiter hier. Hier haben die eine kleine Basis. Die werden wir uns auf jeden Fall auch noch irgendwann mal vorknüpfen hier. Was haben wir denn da? Oh, hallo. Kommen Sie mal her, mein Guter. Bam. Nochmal. Und go. Sehr schön. Gleich noch ein bisschen Leder hier dazu verdient. Kann man ja natürlich gebrauchen. So, wir müssen aber noch mal Löwen oder sowas erlegen. Davon brauche ich den Pelz. Oh, sehr schön. Da liegt direkt einfach mal einer da, wenn man das sagt. Danke, Löwe, dass du dich dort hingelegt hast. Gut, wir wären bald da. Gibt's hier nochmal irgendwo ein Tier? Scheint gerade irgendwie nicht so. Ich glaube, sollten wir nicht der Straße folgen, sondern mal ein bisschen durch die Wälder und so und durch die Wüste reiten. Ich glaube, wenn wir nur auf dem Weg lang reiten, ja, sind wir nicht so viele Tiere. Ja, und da hinten hätten wir ja unser Zielgebiet. Letopolis. Gut. Dann hinter. Guten Tag, gute Frau. Ja, also die Stadt sieht eigentlich noch sicher aus, das muss ich schon mal so sagen. Ich dachte eigentlich, hier wären schon ein paar Böse, aber nein, irgendwie scheint es zumindest jetzt so vom ersten Blick aus hier sicher zu sein. Aber die Frage ist, wie lange? Gut, da müssen wir rein. Ich möchte langsam auch gerne mal den Bogen hier austesten. So. Tahaka, ich bin da. Hier ist Bayek. Bayek von Siva. Da haben wir den Guten. Guten Tag. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Saiz und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Gut. Dann folgen wir mal dem Guten. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne
in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Lass es schon echt. Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! So, dann kommt mal her. Schlag diese Scheißkerle zurück! Na los! Komm aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Los, schaffst du schon, Tahaka. Okay, da muss ich halt. So. Gut. Das hätten wir. Weiter geht's. Da hinten. Da hinten geht's wieder weiter ab. Euer Blut wird meinen Garten besser! So, kommt mal her. Boah, die Typen sind so leichte Beute. Weg mit euch. Aber mir soll es recht sein. So. Tahaka, wir schaffen das. Da hinten geht's weiter. So. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Magi! Kämpf mit mir! Ja, ich bin bereit. Bring sie zur Strecke! Gut. Kommt mal her. So, weg mit ihnen, guter Herr. Boom. So. Oh nein, ich habe auf den guten Gott geschossen. Sorry, wollte ich nicht. So. Wer ist der Nächste? Gut, hinten entlang. Hey, warte auf mich. Ich bin nicht so schnell wie du. Gut, hier lang. Ich folge dir. Was machst du denn da so feines? Der tanzt. Der tanzt auf dem Sand. So kommt mir das langsam vor. So. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Tahaka, wo gehen wir dann lang? Geradeaus, würde ich sagen. Oh, hier Loot. Loot, Loot, Loot. 4 Goldmünzen. Okay, sehr schön. Wir haben ja, glaube ich, mittlerweile fast 5000 davon. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, dahin geht's weiter mit der Action. So, dann wollen wir mal. Sehr schön. Gut, go! Ah. Kommt her, ihr Schweine! Ihr habt keine Chance! Oh ja. Seht ihr, keine Chance. Kollege, geht's dir gut? Okay, ja, dem geht's gut. Ich wollte schon sagen, warum bleibt er jetzt stehen? Hat er kleine Schmerzen im großen Zeh. Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bayek, schnapp sie dir. So, weg mit ihnen. Bayek. Ich glaube, das könnte der Anführer von den Seiten, der Typ mit dem Schild. Wird euch standhalten, Hunde. Sterbt, ihr Hundesöhne. Was? Könnt ihr mal ein paar schwerere Gegner hier vortun, bitte? Verbündeter schwer verletzt. Oh, das ist nicht so gut. Ey, lass ihn in Ruhe. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen sprechen miteinander. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns.
Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Gut. Dann folgen wir mal dem Guten. Aber nur heute helfen wir ihm. Morgen nicht mehr. Nur heute. So, Tahaka. Dann wollen wir mal, oder? Kollege, du stoppst mir aber nicht dabei, okay? Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Ja, ich bin doch da. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Ja, los geht's. Ich hab mein Pferd. Folgt mir. Ich hab das schönste Pferd. Ich bin jetzt euer Anführer, verstanden? Ist ja schon cool, so seine eigene Armee hier zu haben, die dann endlich so hinterher reitet. Das ist ja cool, muss ich echt sagen. So, los. Lauf. Ich folge dir. Aber du musst dafür auch mal wohin gehen. Sehr gut, endlich geht's los. Folgt mir, ich bin euer Anführer jetzt. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Nein, ich glaube, der kann uns nicht überreden. Das bezweifle ich. Wo waren denn die Banditen? Sind die hier irgendwo? Tahaka, könntest du bitte etwas schneller machen? Ansonsten ist es jetzt meine Armee hier. Los. Ja, da geht's. Töte alle Banditen. Da hinten, okay. Da sind sie also. Dann wollen wir mal. Folgt mir. Los. Was? So, weg mit euch. So, bitte die nächsten. Woher sind hier die nächsten? Hallo? Zielgebiet. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Wen haben sie da eingesperrt? Bitte, Neff, wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bitte schön. Bleibt hier. Wartet, bis es sicher ist, dann werdet ihr befreit. Ihr habt mein... Sehr gut. Töte alle Banditen im Lager. Gut, dann machen wir erstmal hier nach oben. Dann geht's anscheinend weiter. Ja, da ist noch einer. So, komm her. Sehr gut. Bumm. Den Hauptmann hätten wir. Hier ist aber irgendwo noch ein Schatz, den möchte ich auch noch haben. Ist der vielleicht hier? So, wir nehmen erstmal hier die Pfeile mit. So. Na, Kollege! Weg mit dir! Oh! Der will's wissen. Oh ja, der will's wissen. Aber, ja. Der hätte sich ein bisschen besser anziehen sollen, was die Rüstung angeht. Irgendwie, ja, hat er ein bisschen zu wenig Schutz gehabt, der Kollege da. Das hat mir irgendwie wenig gebracht, hier seine kleinen Stofffetzen. So. Hui. So, weg mit dem. Soll ich dir helfen, Tahaka? Das ist doch gar nicht so stark. Komm her. Weg mit dem.
Ihr seid nur eine Plage. So. Ist das denn ihr Schatz? Ja, das ist er, glaube ich. Sehr schön. Ort beendet. Sehr gut. Und wer ist das denn jetzt hier? Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr gelandet? Wir müssen den bei seinem Haus treffen. Wird gemacht. So. Gibt es hier vielleicht noch ein Tier? Ich will irgendwas jagen. Hallo, ist hier vielleicht ein Alligator drin? Irgendwo hier. Bitte probier mich mal wieder zu schnappen. Ich habe irgendwie Lust, gerade gegen so einen zu kämpfen. So. Pferdlein, weiter geht's. Auf zu dem Haus. So. Streitkolben, denke ich mal, werden wir später wieder austauschen. Wir benutzen ja eh nur das Schwert. Mal gucken, vielleicht nehme ich mal noch solche Doppelschwerter oder so. Sowas haben wir ja auch. Mal gucken. Den Streitkolben habe ich ja bis jetzt so gut wie noch gar nicht benutzt. So. Hier wäre das Haus. Sehr gut. Wir sind aber schnell da. Ja. Hast du den Sandsturm gesehen? Hallo. Komm, Vater sagt. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Oh, Tahaka, du Ratte. Komm her, guter Junge. Mögen die Götter dir gnädig sein.
habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Gut, dann folgen wir mal den Spuren. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Ausrüstung zurück. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. So eine Ratte. Wir dachten, der war gut. Ne, der verrät uns einfach. Das ist der Skarabäus, der Typ. Oh Mann, wir haben ihm auch noch geholfen. So, Senua. Sehr gut. Ja, dann müssen wir jetzt hier hoch. Wir brauchen auf jeden Fall die Ausrüstung wieder. Super. Nicht mal Schuhe haben wir. Und die brauche ich eigentlich. Schuhe sind mir sehr wichtig. So. Die Ausrüstung verpackt. Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Dann wollen wir mal. Einer. Zwei. Sehr gut. Die sind alarmiert. Aber das macht nichts. So, auch hier. Komm, Kollege. Ja, los, komm her. Komm her. Boah. Schnell. Schön verprügeln hier die Sau. Boom. Sehr gut. Dann holen wir uns mal alles wieder. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Sehr gut. Eliminiere den Skarabäus. Komm her, du Ratte. So, dann wollen wir mal zum Skarabäus und ihn eliminieren. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der das ist. Weil der auch noch so eine nette Familie hatte und so. Deswegen habe ich wirklich nicht gedacht, der könnte das sein. Aber ja. Dann wollen wir ihn einfach mal töten jetzt. Diese blöde Ratte. So. Aber erst noch dich. So, weg mit ihnen. Boom. Und das gleiche Schicksal wird auch zu Tahakra führen. Dass er mein Schwert abkriegen wird. Wo haben wir denn diese Ratte? Da hinten. So, ich wäre bereit. Gut, dann verlassen wir mal unser Pferd und machen jetzt dort hinter. So. Ich frage mich ja, ob die Frau das wusste, aber ich denke mal schon. Ich bezweifle, dass die Frau davon nicht wusste, dass ihr Mann der Skarabäus ist. So. Kommt her. Oh mein Gott, der klettert einfach weg. Er hat wohl Angst. Genau wie ihr gleich. Boom. So, dann kommt mal her. Boom. Einfach alle klettern hier weg. Ey, das nervt. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Warum klettern jetzt alle hier runter? Ja, komm her. Leuchtfeuer entzündet, Verstärkung ist auf dem Weg. Ja, nur her damit, aber dann kämpft bitte auch. Nicht mich die ganze Zeit mit Pfeilen beschießen und so und dann wegrennen, wenn ich dann mal näher rankomme. So, Daka. Der ist dort unten irgendwo. Ja, hier oben, hallo. Wow. Wow, Kollege. Machen wir halblang. Ich dachte, wir machen hier einen ordentlichen Kampf. Aber nein, du bringst ja wieder deine Freunde mit.
So. Her mit dir. Boom. Dein Freund ist weg und du wirst folgen. Ich sagte, du wirst folgen. Also, stirb! Scheiß hinterlistige Ratte. So. Jetzt runter hier. So. Kommst du mal her, guter Mann. Na los! Ja, siehst du, tot. Wieder jemand mit seinem geliebten Bogen dort unterwegs. So, dann kommt mal ran. Na los, zeigt mir, was ihr drauf habt. Ihr seid eh gleich tot. Na los, zeigt mir, was du drauf hast. Wieder mit dem Bogen. So jemand bist du also. Ich hab auch einen Bogen. Und schieße ich die ganze Zeit nur auf dich? Nein, tue ich nicht. Boom. So. Eliminiere das Skarabäus. Da hätten wir ihn ja, die Ratte. So, dann kommen wir näher, Skarabäus. Wieder deine Wachmänner hier parat, oder? Ja, die sind so gut wie tot. So, genau wie du. Tod bestätigen. Und damit haben wir dich erwischt, mein kleiner Skarabäus. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein. Und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Kümmere dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf.
Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Gut, Leute, ich würde sagen, hier an dieser Stelle beenden wir erstmal die Folge. Wem das Video hier gefallen hat, kann sehr gerne eine Bewertung dalassen, einen Kommentar schreiben. In der nächsten Folge geht es dann hier spannend weiter. Und ja, Leute, haut rein und ciao!